In diesem Video Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Julian Entertainment. Und ja Leute, heute mal kein Omegle-Video. Und zwar hab ich heute eine Art Vlog für euch. Ich war nämlich mit dem lieben Andi, den ihr letztes Mal im Stream gesehen habt, wo wir die Leute mit der Mystery Box ein bisschen hops genommen haben. Mit dem war ich mal zusammen in einem Game State. Wir haben da einfach mal ein paar Automaten benutzt. Ganz schnell. Game State ist so ein Arcade-Center. Da lädst du so eine Karte auf für 20 Euro, für 10 Euro. Und dann kannst du dann Automaten spielen. Ja? Und wir haben so ein paar Highlights zusammengeschnitten. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mal einschalten würdet. Ist mal was anderes. Und jetzt viel Spaß beim Video. So Leute, ich habe mir mal gerade gedacht, ich bin einfach mal spontan dabei, dieses Video noch nachträglich zu synchronisieren. Ihr seht hier gerade quasi so ein Howlin' Lucas Spiel in Batman-Version. Und ich muss sagen, ich war da jetzt nicht gerade der Profi. Ja, ich habe mir das viel einfacher vorgestellt. Hier könnt ihr gerade echt sehen, wie da die Dinger nur halb rauskommen oder zack, zack und schnell wieder reingehen. Und ne, wie gesagt, man bekommt ja halt immer Punkte, wenn man ein Spiel gewinnt, egal wie viele Punkte man hat, man kriegt immer irgendwas nachträglich dann zurück. Und jetzt fällt mir gerade auf, wo ich gelacht habe. Ich hatte 25 Punkte geholt und ihr müsst euch vorstellen, der Jackpot liegt bei 90 Punkten. Ja, da habe ich mir auch nur gedacht, wie kann das denn sein, dass ich da nur 25 Punkte kriege, ne? Ja, jetzt sehen wir hier den Andi, der haut jetzt quasi auch mal zu und scheißt eigentlich noch mehr rein als ich. Auf jeden Fall ist das sehr, sehr interessant. Also ich kann jedem nur mal den Gameset empfehlen. Ihr müsst es einfach mal googeln auf der Seite. Vielleicht werde ich auch in der Videobeschreibung mal einen Link unten anpacken von den offiziellen GameState-Seiten. Und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ist auf jeden Fall mal ein Abenteuer wert. Am besten nehmt euch da einen Kumpel mit oder so. Oder geht mit eurem Bruder, eurer Schwester. So, jetzt machen wir weiter hier mit Pixel Chase, wie das hieß. Ja, da war es halt so. Ihr könnt ja vor mir hier diese 700.000 und 500 Punkte sehen. Je nachdem, welche Farbe man reinwirft, kriegt man halt verschiedene Punkte. Ihr kriegt natürlich jetzt nicht dann 500 Guthabenpunkte, ne? Also, ja, keine Ahnung, es wird dann halt irgendwie ausgerechnet. Natürlich sind mehr Punkte immer wichtiger. Ich habe auch versucht, wirklich mehr die roten Löcher zu treffen. Ja, gleich kommt, glaube ich, auch so ein Move, wo ich irgendwann gar nichts mehr treffe. Das war irgendwie ziemlich peinlich, hier so zweimal auf einmal. Und, also die haben auch immer neue Automaten, die aktualisieren das wirklich sehr, sehr stark. Deswegen habe ich es halt auch gefeiert. Ich war halt früher oft viel mit dem Marvin da, der ist ja auch öfter mal in meinem Stream. Habe auch früher mit dem mal ein paar Pranks gemacht, mein ehemaliger Mitbewohner. Dem war es leider zu heiß, da mitzukommen, obwohl unten wirklich 18 bis 20 Grad war mit Klimaanlage. Es ließ sich super aushalten. Ja, jetzt versucht der Andi hier auch nochmal sein Glück. Und ja, ist natürlich jetzt auch nicht so der allerbeste, aber ich habe ihm mal gezeigt, wie man eine Kamera ein bisschen besser führen kann, anstatt sich da wie so einen Automat hinzustellen, auf Play, also beziehungsweise Freck zu drücken, nicht auf Play. Ne, Andi, wenn du das gerade hier hörst, no front an dich, hast es trotzdem gut gemacht, hatte einen echt schönen Nachmittag mit dir, danke nochmal, dass wir da hingefahren sind, müssen wir auf jeden Fall wiederholen. Und ja, wir haben halt in diesem Video jetzt hier einige Automaten mal gefilmt, nur die Hintergrundmusik ist einfach so laut, dass ich da auch gar nicht viel erzählen konnte, ist mir dann aufgefallen. Ich hatte halt ein Intro auch da gemacht und in diesem Intro hat mir die Akustik gar nicht so gefallen, deswegen habe ich jetzt nochmal manuell neu aufgenommen, ja. Also, ja, nochmal zu den Preisen. Nice. Ihr müsst euch halt vorstellen, dass man halt dann, also diese sind halt extra Preise, die man so gewinnen kann. Ja, das heißt, da wird das was von der Karte halt abgebucht. Und ihr habt das ja gerade schon in meiner Vorschau gesehen. Und zwar habe ich halt einfach mal random gespielt. Und jetzt schaut mal rein. Er hat ihn. Da habe ich mir mal hart gegönnt, ne? Da habe ich mal den Marvin-Tanz eingeschaltet. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Kam dann so in mir raus. Jetzt bekam ich den scheiß Teil da unten nicht raus, ne? Weil die Haare irgendwie immer zwischen der Klappe hingen. So Leute, auf jeden Fall seht ihr hier in dem Video auch mal, was ich eigentlich für ein Loris bin. Ja, ihr seht mich ja immer nur vor der Cam mit meinem Oberkörper. Oder halt, wenn ich hier rauslaufe bei meinen Pranks und so. Hier sieht man nochmal, wie man es eben nicht machen sollte. Der liebe Andi. Ne?
Also da war ja mal auch gar kein System hinter. Naja. Das Spiel war auch sehr interessant. Da ist halt so ein Knüppel, den kann man drehen. Und damit steuert man halt quasi hier dieses UFO-Teil. Und ich habe da auch nach 10 Sekunden direkt reingeschissen. Deswegen habe ich diesen Clip gar nicht mit reingenommen. Aber der Andi, muss ich sagen, der ging eigentlich ganz gut ab. Der ist ja so ein PlayStation 4-Fuzzi, ne? Also der spielt gerne was auf der PlayStation 4. Und der hat auch überlegt, vielleicht mal so ein bisschen zu streamen, einfach bei Modern Warfare so auf der PlayStation 4, auf Twitch. Aber dann, falls es mal so ist, werde ich euch da nochmal informieren. Könnt ihr gerne bei ihm vorbeischauen. Ja, aber guckt euch mal, wie schnell das hier wird. Also ich hätte da schon längst reingeschissen. Ich weiß nicht, ob meine Reflexe da so Bronze sind. Aber auf jeden Fall habe ich gesagt, Respekt bei dem Spiel. Hast du gut gemacht, mein Freund. Ja, dann, ich glaube, zu guter Letzt hier ist es, glaube ich, der Clip, wo ich hier Fruit Ninja spiele. Ja, das kennen ja alle von Smartphones oder von Tablets. Und da hatte ich eigentlich richtig viel Spaß. Ich muss wohl sagen, das ging ein bisschen in den Rücken, weil das natürlich ein bisschen tiefer ist. Das ist natürlich ein bisschen auch mehr für jüngere Kinder gedacht. Und man darf da halt nicht die Bomben zerstören und so. Das ist eigentlich ganz simpel erklärt. Ich glaube, jeder hat das schon mal irgendwo gesehen, irgendwo gespielt. Und selbst wenn es bei der Mama am Handy war oder bei einer Freundin oder bei der Schwester. Ich habe selber nie auf dem Handy gehabt. Ich kannte es natürlich trotzdem. Und ja, man konnte auch beide Finger benutzen. Da könnt ihr ja sehen, da mache ich ja hier fast die Naruto-Moves. Also Leute, ich kann euch echt nur empfehlen. Game State, einfach mal vorbeischauen, einfach mal googeln. Sehr, sehr interessant. Und ja, Leute, damit verabschiede ich mich jetzt auch zum Outro. Ich danke euch bis hierhin schon mal, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß noch beim Outro und bis später. So Leute, das war's auch wieder von mir mit einem kurzen GameState-Video. Nächste Woche gibt's auf jeden Fall wieder Omegle bzw. OmeTV. Leute, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr solche Arcade-Centren kennt, ob ihr solche Automaten von den Kirmessen kennt. Ich würde mich freuen, wünsche euch jetzt ein angenehmes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, euer Julian Entertainment. Ciao!